Hi, mein Name ist Thomas Foster und wir befinden uns hier bei Kiwi Music Salzburg. Hier halte ich einen Produktionsworkshop zum Thema Ableton Live. Der Workshop richtet sich eher an Anfänger. Diesmal wollen wir uns die Synthesizer anschauen, also den Operator, den Analog und den Wavetable. Wir wollen zu dem Track, den wir das letzte Mal gemacht haben, noch einen Synthi-Bass hinzufügen, so wie das überhaupt die Fragenrunde heute wird. Das heißt, alle hier anwesenden Teilnehmer können Fragen stellen. Wenn auch ihr Fragen stellen wollt, dann macht das bitte in die Kommentare. Ich werde auch diese natürlich beantworten. Viel Spaß! Ich könnte euch jetzt noch stundenlang erzählen, aber vielleicht wäre es spannender, wenn wir jetzt mal so eine Fragerunde machen, dass ich noch konkreter auf eure konkreten Fragen eingehe. Wer möchte denn starten? Machen wir Bassline mal mit uns hin? Sehr gerne. Das tut mir sehr leid, ja, weil den müssen wir jetzt leider... Wir erzeugen also eine MIDI-Spur. Erzeugen MIDI-Spur. Wir klappen den Browser auf, gehen hier auf Sounds, da müssen wir hier zuklappen, hier wo Bass steht, klappe ich auf. Wenn hier unten der Kopfhörer geklickt ist, dann höre ich die Sounds, einfach nur einen Beispielton, das hilft aber schon, um eine Idee zu bekommen. Spontan finde ich den jetzt nicht so schlecht und ziehe den da auf die Spur drauf. Wenn man sich den jetzt genau anschaut, das kann man alles da aufklappen und dann kann man da doppelt klicken. Und jetzt erst sieht man das Instrument, mit dem das gemacht wurde. Und das ist letztendlich der hier. Da, Tension, Entschuldigung, da. Das ist dieses Instrument, aber wir haben es halt in Sounds gefunden. Okay. Jetzt würde ich Folgendes machen. Wir könnten jetzt natürlich ein leeres MIDI-Pattern machen, so. Und dann könnten wir hier einzelne Töne eingeben. Tiefer, so. Und dann irgendwie, weil wir sind jetzt woanders gelandet, bei H. So und so weiter. Aber ich will jetzt einen anderen Weg gehen. Wir kopieren, ich habe vergessen, was ich gespielt habe, behaupte ich jetzt mal. Deshalb kopiere ich mir das Klavier auf die Bassspur. So, klingt natürlich ganz schön scheußlich. Klingt eigentlich ganz schön cool. das ist aber nicht, was wir machen wollten. Deshalb lösche ich jetzt mal, die Bassnoten habe ich eh da unten. Also kann ich alles andere rauslöschen. Braucht man nicht. So. Dann machen wir mal die Bassnoten etwas länger. Und es hat nicht so viel mit dem Bass zu tun, weil es viel zu hoch ist. Also mit der Shift-Taste, die Pfeiltaste nach unten, gehe ich Minimum eine Oktave nach unten. Hören wir uns mal an, wenn wir es noch eine runtergeben. Ja, nicht mehr schön. Geht. Nicht mehr schön. Auf alle Fälle würde ich die zwei da eine Oktave nach oben gehen. Möglicherweise den auch. Nehmen wir den mal mit. So, jetzt haben wir schon mal die richtigen Töne. Hören wir das mal im Verbund. Das Klavier machen wir jetzt mal deutlich leiser. Ja, mir gefällt nur rhythmisch gar nicht, was er macht. Ich tue jetzt immer nur die erste Note stehen lassen, die anderen, hoppla, nehme ich weg. So. Und diese eine Note, Command A, um alles zu selektieren, schiebe ich mal nach links. Die einfachste Methode für den Bass wäre einfach ganztaktige Noten. Jetzt kann man sagen, das ist ja ganz schön langweilig. Ganz viele Tracks aktuell haben so einen Bass und sind woanders spannend und der Bass macht... Meistens klingt er dann noch länger, also ein bisschen ein anderer Sound. Aber probieren wir mal was Interessanteres zu machen und dafür konzentrieren wir uns jetzt mal auf den ersten Takt. Ich stelle also meinen Loop hier oben auf einen Takt. So. Und jetzt wäre es ein Rock-Track, dann würde man vielleicht hier so in Achteln agieren. Wir machen aber keinen Rock, also gehen wir auf 16 und schauen mal, ob das hier schön klingt.
Das klingt sehr schön. Entschuldigung. Das ist jetzt ein bisschen rumspielen einfach. So klingt es eigentlich ganz cool. Vielleicht noch irgendwo eine hohe Oktave mitnehmen. Ich dupliziere den wieder und schiebe ihn mit Shift-Pfeil nach oben. Oder einen später, dann wahrscheinlich auch kürzer. Ganz lustig. Okay. Und jetzt will ich dasselbe, was ich da gemacht habe, auf das D übertragen. Da, ich könnte es nachbauen natürlich, dass ich jetzt wieder anfange, hier diese Nummer da zu machen. Oder ich nehme einfach die ganze Phrase, dupliziere sie oder mit gedrückter Alt-Taste schiebe ich sie gleich hier auf mein D hin. Achso, jetzt ist unser Loop da noch eingestellt. Und natürlich brauchen wir hier nochmal das A, also kopieren wir das. Ah, das war nicht gut. Daher und statt dieser Note. Hier könnte man überlegen, ob man sowas macht. Oh, war nicht so gut. Nein, das machen wir lieber nicht. Ja. Das sollte man jetzt machen. Einfach mal ausschalten. Da würde ich nochmal probieren, so eine Treppe zu machen, die uns wieder... Ah, ich weiß warum ich... Weil wir nicht mehr in A-Moll sind. Ich denke noch immer in A-Moll und habe nicht mehr in meinen Kopf eingeprägt, dass wir eigentlich schon in einer anderen Tonlage sind. In H-Moll sind. So. Andere Frage. Den Tension, Thomas... Ist nur wahrscheinlich in der Suite-Version drin, oder? Man sieht das, wenn man auf die Homepage geht, dann geht man am besten auf den Shop. Dort natürlich auf Ableton Live. Dann sieht man die schon mal hier. Und da jetzt, wir reden von Software-Instrumenten, kann man aufklappen. Nochmal, das ist das Intro, Standard und Suite. Intro sehr günstig um 79, das mal um einen Geschmack zu bekommen. Mit der Standard kann man schon ganz gut arbeiten und in der Suite ist dann alles drinnen. Wenn ich da jetzt aufklappe bei Softwareinstrumente, sehen wir, ja, dass es tatsächlich so ist, dass das nur in der großen Version drinnen ist. Das Drumwack, mit dem wir heute viel gearbeitet haben, hat man der Impuls ist ein Synth, genau. Bei den Synthesizern, wenn das kurz ein interessantes Thema ist, wenn wir mal hier auf Instrumente gehen, es gibt den Analog. Der Analog ist mal der einfachste Synthesizer, der, muss ich hier kurz die Tastatur wieder einstellen, dass ich da was spielen kann, wo man so ganz klassisch hat, Sägezahn und kann dann hier einen Filter drauf machen und solche Geschichten. Es gibt den Operator, das ist ein FM-Synthesizer, wo man mit Frequenzmodulation arbeiten kann, wie der DX7 seinerzeit. Und der ganz große, spannende, der jetzt neu in 10 gekommen ist, ist der Wavetable-Synthesizer. Und der ist wahrscheinlich auch der Synthesizer mit dem weltweit größten User-Interface, denn den kann man aufklappen und dann schaut der ziemlich spannend aus. Und das Besondere ist, dass man da durch die Wellenformen durchfahren kann. Ja, aber das Gute an all diesen Geräten ist, selbst wenn man sich nicht damit auskennt, kann man hier immer diesen Button drücken. Und dann kommt man auf die Soundbank zu diesem Gerät und kann einfach fertige Sounds laden.
und einfach mal mit Presets zum Arbeiten beginnen. Und je mehr man damit arbeitet, kann man dann irgendwann die Sounds auch editieren und seine eigenen Ideen umsetzen. So. Ja. Ganz viele Produzenten, die ich kenne, arbeiten nur mit externen Plugins, meistens mit toller Grafik und schwören drauf, dieser EQ klingt noch besser und dieser Kompressor klingt fantastisch. Ich halte das für gutes Marketing, aber unrealistisch. Ich finde, dass die Ableton-Sachen extrem toll klingen, Kompressor, Equalizer, finde ich alles super. Und man darf eins nicht vergessen, wenn man mit den internen Plugins arbeitet, hat das ganz viele Vorteile. Erstens, es frisst nicht so viel Ressourcen. Sobald ich ein VST-Plugin habe, frisst das mehr Ressourcen, braucht mehr Rechenpower als genau dasselbe Plugin, das intern schon läuft. Wenn man was von Programmierung versteht, versteht man die Hintergründe, warum das so ist. Aber es ist ein Faktum. Zweitens, wenn man das Projekt in 5 Jahren wieder aufmacht, ist beim externen Plugin die Chance groß, dass da auf einmal irgendeine andere Version ist. Und selbst wenn das Plugin noch funktioniert, hat es eine andere Version und die Einstellungen passen nicht mehr. Ganz oft, wenn wir alte Produktionen aufmachen, die VST-Plugins, dass die wieder funktionieren, ist selten. Die internen Plugins werden noch in 50 Jahren funktionieren. Wenn es Ableton noch irgendwie gibt in 50 Jahren, wird das Projekt noch aufgehen und sofort spielen. Was ist noch ein wesentlicher Vorteil? Es hat viele Vorteile, mit internen zu arbeiten. Da, wo ich nicht mit internen arbeite, ist beim Mastering. Da gibt es tatsächlich bessere, von Waves zum Beispiel den L3. Den setzen wir sehr viel im Mastering-Bereich ein. Da finde ich, da gibt es hier diesen Multiband Dynamics, der fürs Mastering gedacht wäre. Den halte ich für nicht so gut. Der klingt, da nehme ich einfach den L3 und es klingt einfach gleich mal dreimal so gut. Und der Multiband, da stelle ich stundenlang ein und es klingt dann noch immer nicht so. Mit dem bin ich nicht so glücklich. Und ich verwende sehr viele externe Plugins für Sounds. Also, ich habe Synthesizer, da geht man hier auf Plugins. Ich liebe den Omnisphere, wo jetzt gerade die neue Version 2.5 rausgekommen ist. Ich habe sehr viele, die ganzen Native Instruments Sachen, also Soundslieferanten, Synthesizer und so weiter. Da gibt es natürlich viele tolle Sachen. Gerade bei uns spielen auch Orchester-Sounds eine große Rolle. Wir arbeiten sehr viel mit echten Orchester-Sounds, mit echten Orchester, arbeiten aber auch sehr viel selber mit Orchester-Sounds. Also wir machen beides. Echtes Orchester aufnehmen und meistens vorher nehmen wir das schon. Ich weiß nicht, ob es für alle interessant ist, aber mir würde der Werdegang interessieren, wie du damals angefangen hast, was du so gemacht hast. Ich war ungefähr 7 Jahre alt, wie ich mit meinen Eltern einen katholischen Gottesdienst in Eugendorf in der Kirche performt habe. Wir haben so Beatles-Songs gesungen. Ooh, I need your love, babe. Ja, also gut, um ehrlich zu sein, mein Vater hat die Lyrics umgeschrieben und es hieß dann mehr, O Herr, du bist heilig. Aber das war mir vollkommen egal, denn ich saß am Schlagzeug und ich fühlte mich wie Ringo Starr. Und damals kam ein junger Mann zu mir ans Schlagzeug, der war genau mein Alter, auch 7 Jahre, und sagte, wenn ich mal auf deinem Schlagzeug spielen darf, darfst du auf meiner Orgel spielen. Das war der Deal unserer Zusammenarbeit. Wir haben damals unsere erste Band gegründet, die Flying Potatoes. Es folgten zahlreiche andere Projekte und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es damals noch kein YouTube und iTunes gab, wo man das dann schnell mal draufstellt, dass wir es heute nicht mehr hören können, wie das damals geklungen hat. Und ja, dieser junge Mann, mit dem habe ich irgendwann eine Firma gegründet. Diese Firma heißt Foster Kent. Das ist nämlich mein noch heutiger Partner Peter Kent, mit dem ich also jetzt seit gut 40 Jahren zusammen Musik mache. Und irgendwann haben wir für das Publizistikstudium, da gab es dann so ein Radioprojekt, wir machen Radio. Und wir waren die Einzigen, die gesagt haben, wir würden gerne für das Radioprojekt als Studenten damals mit 22 die Jingles machen. Und gemacht hat es der Karl Kaltenecker damals von Ö3 und der hat gesagt, wie er die Jingles gehört hat, jetzt habe ich aber ein Problem, denn die Jingles für mein Studentenprojekt klingen besser als die, die ich bei Ö3 habe.
warum macht ihr denn nicht die Jingles für meine Ö3-Sendung? Und dann haben wir 100.000 Jingles gesungen, 3x3 mit Karl Kaltenecker, die sanfte Stimme von Ö3 aufgenommen. So sind wir zu Ö3 gekommen, haben relativ bald gesamt Ö3 gemacht, haben irgendwann von Ö3 weg, gab es eine Ausschreibung fürs ORF-Design, dann das gesamte ORF-Design gemacht von Amdam Des über die ganzen Kindersendungen, die ganzen Magazine, die Zeit im Bild. Wir haben damals den Donauwalzer zum ORF gebracht als Kennung. Dun, 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 dun. Kennt man heute noch die Zeit im Bild. Und haben dann viele Stationen in Deutschland gemacht. Antenne Bayern, bis rauf in den Norden, Enjoy Radio, NDR2 und so weiter. Und haben mittlerweile ja ein paar hundert Radiostationen auf diesem Planeten gemacht. Man hört, wenn man in New York in ein Taxi steigt, ist die Chance groß, dass man unsere Musik hört. Denn die meisten Taxifahrer hören 1010 Winds, die erfolgreichste Radiostation von New York. Die stammt auch aus unserer Feder. Da läuft alle 20 Minuten unser Nachrichtenopener. Wir produzieren auch viel andere Musik, nicht nur Jingles. Aber da sind wir halt nicht so erfolgreich, da haben wir nicht so einen großen Namen. Wir haben durchaus Produktionen gemacht, die man auf Ibiza im Club hört, die man im Radio hört und so weiter. Aber ich könnte euch jetzt keinen Titel nennen, wo ihr sagt, ah, den kenne ich oder so. Weil das, wo wir immer erfolgreich waren, unser Geld gemacht haben, war halt diese Jingles für Radio- und Fernsehstationen zu machen. Jetzt erzähle ich schon so viel. Ich hätte noch ein kurzes Filmchen, wenn ihr das noch sehen wollt, wo ihr noch ein bisschen mitkriegt, was ich so mache. Wollt ihr das noch sehen? Ich finde es eigentlich ganz okay, dass wenn man sich so ein Video-Tutorial anschaut, dass man auch eine Idee bekommt, wer ist das, der da zu mir spricht. So, mein Name ist, wie schon sagte, Thomas Foster. Ich habe eine Musikproduktionsfirma zusammen mit meinem Partner Peter Kent unter dem Namen Foster Kent. Wir haben unser Studio in Salzburg und wir produzieren hauptsächlich für Radio- und Fernsehstationen, das aber auf der ganzen Welt. Wenn ihr in New York in ein Taxi steigt, ist die Chance sehr groß, dass ihr unsere Musik hört, denn die meisten Taxifahrer hören tatsächlich die erfolgreichste Radiostation von Amerika und das ist 1010 Winds New York. 1010 Winds bringt nämlich die Nachrichten, alle 20 Minuten einen Überblick über das, was auf der Welt geschieht. Und die spielen alle 20 Minuten unseren Nachrichten-Opener, den wir produziert haben. Und so hört man unsere Musik nicht nur in Amerika, sondern auch in Moskau, in Dubai und an vielen Plätzen in Deutschland. Nebenbei betreibe ich noch meinen YouTube-Channel Thomas Foster Music Production. Wenn ihr euch für Musikproduktion interessiert, für Ableton, für FL Studio oder irgendwelche Plugins, wie zum Beispiel die von Native Instruments, dann findet ihr darüber alles auf meinem YouTube-Channel. Und ihr findet dort auch etwas sehr Spannendes, nämlich ein Musikinstrument, das ich mir selber gebaut habe. Und das möchte ich euch etwas näher zeigen, denn das ist bereits mit Max for Life umgesetzt. Die Nyx ist ein elektronisches Musikinstrument und das Spannende an dem ist, dass ich auf dem wirklich live musiziere. Was wir hier also hören, sind keine Loops, die abgefeuert werden, sondern ich erzeuge durch die Bewegung auf dem Touchscreen Noten, die dann von irgendwelchen Synthesizer-Modulen in Ableton gespielt werden und Musik in Echtzeit erzeugen. Und gebaut habe ich das, wie gesagt, oder programmiert viel eher habe ich das mit Max und Max for Life. Im Hintergrund läuft also Ableton. Und wenn ihr euch das ein bisschen näher anschauen wollt und dazu auch ein paar Hintergrundinformationen, wie das genau funktioniert, haben wollt, dann kommt doch einfach auch auf meinen YouTube-Channel Thomas Foster Music Production. Da findet ihr sowohl auf Deutsch wie auf Englisch spannende Videos, wo ein bisschen erklärt wird, wie die Nyx tatsächlich funktioniert. Hi, mein Name ist Thomas Foster. Und wenn du lernen willst, mit Ableton Live einen richtigen Track zu produzieren, wenn du lernen willst, wie man fette Beats, diepe Bässe, durchdringende Synthesizer und großartige Hooklines schreibt, dann habe ich eine tolle Nachricht für dich. Zusammen mit LaunchpadTutorials.de starte ich einen Online-Kurs mit dem Titel Der Ohrwurm-Produzent. Du lernst Step by Step alles, was du wissen musst, um einen kompletten Song in Ableton Live zu produzieren, inklusive Gesangsaufnahme und Ohrwurmgarantie. Also ein richtiger Hit. Der Kurs besteht aus 8 außergewöhnlichen Modulen, 2 hilfreichen E-Books und 2 einzigartigen Boni.
Das Besondere hierbei, über eine interne Facebook-Gruppe stehe ich dir persönlich mit dem Team von launchpadtutorials.de mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem werden wir im Verlauf des Kurses mehrfach Online-Live-Sessions durchführen, wo wir uns per Webcam sehen und miteinander sprechen können. Du kannst mir dort all deine Fragen stellen und mit unserer Software sogar deinen Bildschirminhalt mit Ableton Live übertragen, sodass ich dir persönlich beim Produzieren über die Schultern schauen kann. Jetzt kommt das Beste. Der Kurs befindet sich derzeit im Aufbau. Das bedeutet für dich, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, dein Ticket für den Online-Kurs Ohrwurm-Produzent zum Super Early Bird Rabatt zu sichern. Dadurch sparst du satte 50% im Vergleich zum normalen Preis. Der Vorteil für dich, du kannst selbst mitbestimmen, welche Themen wir im Ohrwurm-Produzenten behandeln, weil wir jedes Mal eine Umfrage an die Teilnehmer schicken, bevor ich damit beginne, die Videotutorials aufzuzeichnen oder die E-Books zu schreiben. Den Link für die Anmeldung findest du unter diesem Video im Beschreibungstext. Klicke dort, um dir jetzt gleich den besonderen Super Early Bird Rabatt für dein Ticket zu sichern. Und wir sehen uns anschließend auf der anderen Seite. Immer schön kreativ bleiben. Ich freue mich auf dich. Bis dann.